Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu den Chroniken von mir. Ja, wir sind hier in einem Dorf, dessen Name mir gänzlich unbekannt ist, dessen Bewohner etwas komisch sind. Oh, aber stört ja auch nicht, ne? So, das Brot nehmen wir noch mit. Also, ich lasse denen natürlich auch was da. Stein zum Beispiel, Andesit zum Beispiel, Federn, das Fleisch lasse ich denen mit hier. Boah, fairer Handel muss ja sein, ne? Gut, und dann würde ich sagen, wagen wir uns hier hinunter. Klasse. Das hat von oben viel aufregender ausgesehen. Können wir hier nochmal gucken? Ah, das ist aber auch nichts. Da ist auch nichts. Was ist denn für ein langweiliges Dorf hier, sag mal du? Hier vielleicht? Auch nicht, aber das müsste... Ist das... Lehm? Jo. Wollen wir Lehmpampel mitnehmen, ha? Warte mal, ich gehe erst nochmal kurz Luft tanken. Damit wir zumindest irgendwas erfolgreich hier mitgenommen haben. So. Brauchen wir ja schließlich auch, ne? Davon gibt es nicht allzu viel. So, erstmal ein Brot zur Stärkung. Mach ich auch immer. Wenn ich im See bin, dann rindet Brot. So. Ich hoffe, man hört das Gewitter außen nicht so sehr. So, schnell, schnell, schnell. Alles noch geschafft. So, gibt es hier noch was? Den einzelnen Pöppel, den kann man mal da lassen. Und es fängt schon wieder an, dunkel zu werden. Das ist ja ausgezeichnet. Naja, ein bisschen was über den Stack, kann man nicht meckern. Was haben wir hier noch? Nix. Das ist Keramik. Dann gehen wir mal Richtung Südwesten, würde ich sagen, ne? Jo. West, Südwest. Irgendwie sowas. Irgendwo, wo wir auf jeden Fall dann noch eine Runde in der Profe können. Das müssen wir auf jeden Fall dann noch machen. Hui! Garstiger Tintenfisch. Tja, Freunde, was gibt's so zu erzählen? Eigentlich nicht besonders viel, ne? Das Leben hat einen fest im Griff. Die Temperaturen hatten einen sehr lange fest im Griff. Also mich zumindest, weil ich bin ja ein Freund und Kind des Winters. Allgemein bekannt. Bin ich so der Typ, der auf warme Temperaturen steht. Ich bin eher so der Typ von Norwegen. Ne? Das ist eher so meins. Bist du eine Schlucht? Ah, weiß man nicht. So, jetzt gibt es erstmal ein schönes Pausenbrot. Weil ich gerade eine Pause mache. Weil hier tut die Pause Not und das ist keine Schlucht. Okay, dann suchen wir trotzdem weiter. Ja, hilft ja alles nichts. Ich behalte mein Schwert hier mal lieber am Mann. Wer weiß, was da ums Eck gescheißert kommt. Weiß man ja nicht. Bin ich nicht alleine? Wer weiß. Auf jeden Fall wird es Zeit zum Schlafen, bevor ich hier überfallen werde. Danke sehr. Ein Lordregent wird nämlich nicht gerne überfallen. Deshalb ist er Lordregent geworden und kein Dieb. Kannst du gucken. Das sieht auch sehr interessant aus. Du bist auf der Karte. Ist aber soweit nichts Besonderes dann hier. Oh, Freunde, wir hätten vielleicht doch die erstbeste Höhle nehmen sollen. Das ist ja hier, das artet ja aus. Wo sind wir denn eigentlich mittlerweile schon? Ja, wo sind wir denn hier? Uiuiuiui, wir müssen das alles wieder zurück. Wir müssen das alles wieder zurück. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal nach Süden. Warte mal, da ist ein Loch im Boden. Löcher im Boden heißen meistens ein See. Tja, hätten wir schon... Eine Anbindung ins Ungewisse?
Ich meine, ich könnte auch durch den Neta laufen, aber ne. Da lasse ich mal lieber die Hochwellenberger noch ein bisschen an einem Tunnel arbeiten, der uns dann weiß der Geier wohin bringt. Die sollen einfach mal bauen und machen und tun. Und irgendwann sage ich dann, wie weit seid ihr? Alles klar, ich gucke mir das mal an und dann schaue ich einfach, wo ich rauskomme. Ja, das ist auch nicht so vielversprechend. Jo, Mano. Mano, Mano. Ach ja, Freunde. Momentan, ich muss ganz ehrlich sagen, momentan machen wir diese Basteleien, ja, was ich auch ab und zu mal im Stream streame. Macht mir momentan so viel Spaß. Ich würde am liebsten, statt hier Games mit aufzunehmen, würde ich am liebsten auch einfach hier einfach nur basteln. Aber funktioniert leider nicht. Da steigt mir nämlich sonst jemand aufs Dach, wenn ich sage, nee, Fernsehen ist halt doof. Das lässt du mal lieber. Da kommt man, hä, wieso? Nein, gibt's nicht. Ja, aber ich will streamen. Nee, so schlimm ist ja nicht. Aber trotzdem, es ist immer so, es ist immer ein Geben und Nehmen, muss man ja sagen, ne? Ich gebe den Fernseher, ich nehme den Fernseher. So einfach ist das. So. Oder ich gebe die Fernbedienung und ich nehme den WLAN-Schlüssel. Oh, das ist aber auch fies, wenn man so mal drüber nachdenkt. Schatz, ich möchte heute Nacht streamen. Nee, ich möchte irgendwas im Fernsehen gucken. Wollen wir wetten, wer was macht? Nee, nee, nee. Zack, WLAN-Schlüssel geändert. Ja, aber so gemein bin ich ja nicht. Ich bin ein ganz lieber Mensch, eigentlich. Eigentlich macht auch ein Satz kaputt, ich weiß, aber ist so. Es gibt nur sehr, 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 sehr wenig. Ich glaube, zwei Menschen gibt es auf diesem Planeten nur, die mich richtig sauer erlebt haben. Zwei kleine Menschen. Mehr noch nicht. Weil dafür habe ich ja euch. Ihr seid quasi mein Boxsack der Seele. Ich verpasse euch so verbal eine, dass ihr nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist. Dafür sage ich danke. Danke, dass du mein Boxsack bist. Tschüss. So, ich würde sagen, wir werden noch 5 Brote Richtung Süden gehen. Oder es geht nicht mehr weiter. Oder wir finden eine Höhle. Diese Möglichkeiten möchte ich herausgeben. Ja, aber ich war ja beim Stream. Klar ist es vielleicht mega langweilig, einer kompletten Prozedur zuzugucken. Vor allem... Hallo, Wolfman! Na, du kleiner Mann, du Dutzi! Ich habe keine Knochen mit, leider. Vor allem beim letzten Stream, da habe ich ja quasi 6 Stunden lang nur Holzstäbchen geschliffen. Was ist das? Mag der eine oder andere langweilig finden? Mein Gott, ist halt so. Gehört zur Prozedur mit dazu. Da ist halt alles komplett Handarbeit, ne? Alles selbst gemacht. Bis auf die Stäbchen. Die waren schon. Und die Holzplatte, die war auch schon. Die habe ich jetzt nicht extra dafür angepflanzt. Nee, das ist nix. Da kommen wir in die Wüste. Wüste Gegend. Eigentlich macht der Ausdruck gar keinen Sinn, ne? Wüste Gegend. Weil in der Wüste hast du ja meistens nix. Sand. Und Dünen. Und die verändern sich immer wieder. Berge. Ein bisschen Grünzeug vielleicht. Schnee. Was weiß ich. Du hast ja in der Wüste hast du ja immer Extremwetter. Weil dadurch, dass du keine Flora hast, Fauna, also Pflanzengezuppel hier, das irgendwie die Wärme im Boden hält, das Wasser mit verwaltet und so weiter, was halt das Kohlenzeug so macht. Ja, hast du tagsüber 50 Grad und nachts halt 10 Grad. Hast immer 40 Grad Temperaturschwankungen und das ist dann schon eine Hausnummer. Nischt. So, wir haben nur noch 4 Brote. Junge,
mal, ich habe hier so Bäume vorm Fenster, ne? Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass die umknicken, so wie das da außen gerade abhaust. Haben sie auch erzählt. Da war vor ein paar Tagen war hier so ein richtig krasser Sturm. Da hat es 12 Meter hohe Bäume einfach rausgerissen. Ich meine, klar, Kraft- und Hebelwirkung, bliblablub. Aber so Wurzeln, die sind nicht ohne. Also, diese Kraft, die Wurzeln abkönnen, Hallo Dorf, die ist schon enorm. Aber dadurch, dass alles unterschwemmt und weich war und dann der Sturm dazu, knack, Baum weg. Aber das ist kein Ding der Neuzeit, Freunde. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Let's Play oder im Stream. Irgendwo habe ich es schon mal erwähnt. Zeitungsausschnitt von... Warte, das kann ich jetzt hier gleich direkt einmal ansagen. Standby, bitte. Das ist der falsche Chat. Also. Eine Zeitung vom Freitag, den... Ist das eine 6 oder 8? Ich glaube 8. August 1975. Ich zitiere. August 1975. Der Klimawandel war noch nicht erfunden. Greta noch nicht geboren. CO2 war noch irgendein Gas. Und die Grünen waren kommen, das lese ich jetzt mal nicht vor, mit denen anständige Menschen nichts zu tun hatten. Trotzdem war es warm im Sommer. Seite 1. 40 Grad Hitze. Jetzt wird das Wetter lebensgefährlich. Und daneben Werbung für Fleischsalat. Ausgezeichnet. Ja. Außerdem, ich hatte es ja, glaube ich, groß und breit in der letzten Staffel schon mal erzählt, uns fehlt eine Eiszeit. Wo sich die Magnetpole der Erde einfach mal umkehren und dann eine Eiszeit mit einhergeht. Junge, 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 so viel Brot, wie wir hier haben. Oh, Bucknertisch. Wo geht's denn da hin? Oho. Sind das etwa geheime Räume? Was ist das für ein sinnloses Ding? Ja, moin, du Bogners Hans. Brauchst nicht so unhöflich sein. Was ist mit denen nicht richtig? Könnte es denn möglich sein? Was bist du denn, normales Buch? Oh, danke sehr. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich muss hier noch schnell die Gebäude durchmachen. Gibt's ja nicht. Ach, das ist eine Pferdezucht? Na, gucke. Ja, moin, du Lilliput. Tschüss, du Lilliput. Macht mir bitte nicht die Türen zu, sonst weiß ich nämlich nicht, wo ich war. Minzerkaffee. Ja, Bücher hätte ich ja auch jede Menge mitnehmen können, ne? Das weißt du aber. War ich hier schon? Oh, nee. Aber hier brauche ich nichts. So, aber ich sollte vielleicht doch eine Runde pennen. Die ist mein Bett. Braucht er gar nicht versuchen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Doch relativ viele Dorfbewohner hier, ne? Schauen wir da oben noch vorbei. Sagen wir Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, geh weg. Trottel. Grüß Gott. Grüß Gott. Hä? Wer baut denn so verwirrende Häuser? So, dann sind wir quasi durch. Quasi. Ist das ein Fenster? Was ist das? Ja, moin. Ah, da war ich schon. Okay. So, jetzt. Gucken. Ups. Ja, das sieht doch mal schon mal ganz gut aus hier. Ich sehe leider nichts. Guten Tag. Entschuldigung. Oh. Hä? Spinnst du? Ins Auge gehen. Wo ist der? Oh. Moment. Funktioniert das? Nicht? Dann mache ich so. Oh. Ich weiß nicht. Bist du jetzt sauer auf mich? Ich hoffe nicht, weil sonst muss ich dich leider Gottes aus deinem Anzug boxen.
Ja, genau dich. Ich bin eine Respektsperson, wenn ich bitten darf. Der lebt ja immer noch. Was ist mit dir? Da ist er jetzt davon. So, aber wir sind zumindest schon mal unten. Uiuiuiuiui. So, warte, warte, warte. So, so, so. Und hier kommen wir auch wieder hoch. Da ist ja alles prima. Was macht denn... Was machst denn du da? Digga, das ist ein Creeper. Das ist nicht dein Haustier. Was ist mit euch? Jetzt geht's ja wohl los. Haust du ab. Ja, tschüss. Tja. Hast du Worte? Na okay, wir sind... Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich die Landesgrenze schon überschritten habe, ne? Andere Länder, andere Sitten, sagt man ja auch, ne? Wer weiß, wie sittenwidrig die hier sind. So. Bisschen Schwarzpulver. So. Wollte schon sagen, sei nicht, dass das Ding hier schon zu Ende ist, sonst wäre ich nämlich echt enttäuscht gewesen. Also, Diamanten möchte ich dann doch vielleicht schon ein paar mitnehmen, wenn ich schon mal so eine Tour mache. Seit langer, langer Zeit. Ich weiß, Freunde, ich weiß. Man könnte auf die Karte gucken. Man könnte. Mach ich aber nicht. Weil das finde ich dann schon ein bisschen grenzwertig. Um nach Hause zu orientieren. Ja, okay, sage ich nichts. Ein bisschen gucken, was in der Umgebung ist. Ja, sage ich nichts. Hier, komm mal hoch da. Aber unterirdisch eine Höhle zu sehen, wo ich nicht weiß, dass eine Höhle ist, finde ich dann doch schon ein bisschen weit an Zauberei. Und ich bin Lord-Regent und kein Zauberer. Muss man mit beachten, Freunde. Muss man mit beachten. Was macht ihr alle hier unten? Hä? Achso, ist kühler, okay. Ja, ist okay. Verstehe ich ja. Meine Güte. Ja, aber da muss man sich jetzt... Jetzt kommt wieder das Gegendenken, wo ich immer so oft davon erzähle, ne? Ich mag seine Antwort jetzt total pampig finden, ne? Jetzt versetzen wir uns mal einfach in seine Lage. Da kommt irgend so ein Typ, noch nie gesehen, noch nie gehört. Der kommt hier in mein Dorf, bringt hier den Boden zum Einstürzen und fragt mich dann, was ich hier will. Ne? Klar, dass dann der eine oder andere ein bisschen pampiger ist. Verständlich. Kein Ding. Bin ich voll bei ihm. Und das haben, glaube ich, die Menschen extrem verlernt. Dass man so ein bisschen in andere Leute hineinverfühlen, ein bisschen hineinversetzen und sich einfach nur diese eine Frage stellen. Wie hätte ich reagiert, wenn es mir passiert wäre? Das macht heutzutage, glaube ich, fast keiner mehr. Wäre ich vielleicht auch pampig geworden, wenn da irgendeiner hier mich so blöd von der Seite angebabbelt hätte, den ich noch nicht mal kenne. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen krasser reagiert, hätte ich vielleicht... Da ist Ruhe. Hätte ich ihn vielleicht gleich eine zentriert, ne? Hier, nimm den hier. Ups. Ist okay. So. 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 Oho, ja, aber Hallöchen, hallo, grüß Gott, yay. So, meine Freunde, die Frage ist natürlich wie immer. Wie kommen wir da runter? Wir nehmen erstmal diesen Weg. Und angenommen, ich komme nach unten, dann weiß ich, dass jetzt hinter mir eine Schlucht ist. Deshalb kann ich mich... Dort dann durchbuddeln. Das darf ich dann. Das ist regelkonform in meinen Regeln. Hallo! Und wir müssen doch langsam tief genug für Diamanten sein, oder nicht?
Hallo. Achso. Ich sollte vielleicht viel mehr Fackeln setzen, weil ich sonst irgendwann nicht mehr rauskomme. Und das ist ungünstig. Da muss Hochwellenberg nämlich... Hallo, Lapis. Dich mag ich ja. Oh, hallo. Dich mag ich nicht. Oh. Da ist Hochwellenberg voll auf sich allein gestellt und muss sterben. Vermute ich einfach mal. Die haben ja auch nicht recht viel zustande bekommen, als ich noch nicht da war. So eingezäunterweise. Hat sich keiner getraut, den Zaun wegzumachen, ne? Typen. Meine Frage ist jetzt gerade, die sich mir im Kopf bildet. Brauche ich eigentlich noch Kohle? Ich habe, glaube ich, eine Menge Kohleblöcke, wenn ich mich da nicht vertue. Deshalb beschränken wir uns lieber hier auf diese Ressourcen und andere und lassen die Kohle einfach mal spaßeshalber liegen. Einfach so, weil wir es können. Weil wir der Lord Regent sind. Der und kein anderer. Okay, pass auf. Hui. Okay. Merkwürdig. Bäm. Uiuiui. Jetzt nehmen wir weg. Ui, gezwiebelt. Zwiebelt die auch gleich eine. Ah, so eine schöne Höhentour. Das hat mir echt gefehlt. Das ist ja so meins. Wie sagt man da jetzt momentan immer? Da sehe ich mich. Oder? Sagt man doch so jetzt. Da sehe ich mich. Hülle, da sehe ich mich. Klar sehe ich mich da. Wo auch sonst. Fackeln. Millionär, da sehe ich mich. Absolut. So, pass mal auf. Zack, kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Ah, jetzt wird es da hinten hingespielt. Na gut, dann sei halt so. Ich habe keine Fackel mehr. Boah, ich habe gerade schon gedacht, ich habe meine Fackel mehr geschmissen. Hä? So? Nee, so. So. Hier müssen wir definitiv einen Riegel vorschieben. So. Darf die Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Gefährlich. So, hier ist Ende. Und da geht's noch weiter. Ja. Durchaus. Ein einzelnes Klümpchen Eisen. Das ist auch eher die Ausnahme. Okay. Bin ich wohl etwas im Kreis gelaufen. Mr. Enderman. Aua. Nimm dies. Du nimm dies. Sehr schön. Wollen wir? Nee, Endermänner müssen wir nicht mehr zwingend auseinandernehmen. Nehme ich mal zu. Die müssen wir nicht mehr zwingend auseinandernehmen. Ich brauche nur einen Platz zum Pennen, der monsterfrei ist. Was ist denn hier so, ha? Gute Nacht. So, guten Morgen. Das ging ja fix. Ausgezeichnet. Da lang. So, die machen wir hier so. Und dann können wir, glaube ich, mal ganz kurz die Endertruhe aufstellen. Dup, dup, dup. Dann nehmen wir uns mal das Lord-Agenten Reisekiste raus. Packen da schon mal das Zeug hier rein. Das hier, das da. Schwarzpulver, man weiß nie, wann man es braucht, ne? Ja, und von mir ist hier 2 Stack davon. Oh, gutes. Zack. So. Zack, zack, zack. Weiter geht's im Text.
Bei so lustig fröhlicher Musik, da muss ich hier immer an die eine komische... Ui, war das laut. Muss ich immer an die eine lustige Folge von Gronkh denken, wo er sich hier verlaufen hatte in der Höhle. Mega gut. Irgendwas 220er Bereich war das. Ich komme schon wieder raus. Okay. Kann man machen. So, Freunde, aber aufgrund der Lautstärke des Gewitters gehe ich davon aus, dass es nicht allzu weit weg. Deshalb werde ich nach dieser Folge auch erstmal die Aufnahme beenden, weil nicht, dass hier noch irgendein Blitz, ein Böser, einschlägt und mir meinen Rechner kaputt macht. Möchte ich nicht gerne haben. Ach, guck mal, jetzt kommen wir von hier. Das ist ja einfach. So, aber wir müssen definitiv da nochmal hinunter. Ne? Sind wir uns einig? Hallo. Führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht führt hier auch noch ein Weg runter. Jo, tut er. Da tut er allerdings. Und solange es hinter mir nicht einstürzt, ist alles gut. So, mega cool wäre es natürlich. Ja, guten Tag. Wenn die miteinander verbunden wären. Zum Beispiel über die Schlucht. Das wäre sehr schön auch. So. Das Ende. Hier noch ein bisschen lang, aber da geht es, glaube ich, nur im Kreise, wenn ich das richtig deute. Falsch gedeutet. Ich war schon so lange nicht mehr in Höhlen, ich kann schon gar nicht mehr navigieren in Höhlen. Na klasse. Gut. Dann zurück. Zurück. Dachte, von da kam ich. Hier kam ich her. So, ich kann die frische Luft schon riechen. Jetzt kann ich sie sehen. Ne, Moment. Das klingt irgendwie falsch. So. Hallo, Welt. Ich bin wieder da. Da möchte ich noch reingucken. So. Da geht's auch runter. Freunde, da geht's auch runter. Also eisentechnisch sind wir jetzt momentan wieder auf einem sehr guten Stand, möchte ich behaupten. Aber das war's auch schon. Wir haben ja schon fast wieder einen Stack. Das heißt, wir hätten, glaube ich, 4 Stacks, 4,5, 5 Stacks. Irgendwie sowas. Nee, ich muss nicht nach Westen, ich muss jetzt dann nach Östen. Aber ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall hier dann nochmal die Schlucht dort unten erkunden, definitiv. Und ja, ich mache jetzt erstmal hier den Rechner aus. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski!